Hallo, da sind wir wieder. Pippa und Gitte. Im verbotenen Tal auf Kieler. Und sorry, ich bin ein bisschen heiser. Und wir wollten jetzt den letzten Soldaten des Orakels aufspüren. Und beseitigen. Beseitigen. Und ich denke, wir wissen jetzt inzwischen auch, wo er ist. Wir waren ja wohl auf einem ganz guten Weg, hoffe ich. Und hier sind ja auch noch ziemlich viele Spinnen, die noch recht munter sind. Immer ein gutes Zeichen. Kämpf endlich! Ja, Matt ist immer nett dabei. Aber er kann gut anfangen. Ja, der Quest wäre jetzt erledigt. Der das war die letzte. Was? Das war der letzte Ach, von nichts. Den Soldaten. Ist schon gut. Das kann warten. Ja, ja, Mann, das kann warten. Irgendwann bist du mal. Was weiß ich. Ich hätte schon fast was Schlimmes gesagt. Aber ich sag's lieber nicht. Irgendwann frisst dich mal eine Spinne. Ja. Und dann sind wir dich los, Gott sei Dank. Hoffentlich. Oh, hat auch nichts anderes wie die anderen Spinnen. Nee. Ein Goldklee. Ja, und dann hat man ja noch einen Auftrag hier. Logbuch. Das war, glaube ich, unter Crew. Jawohl, Klappe zu, Affe tot. Genau hier vor unserer Nase. Garcia ist der Stärkste, müssen wir sprechen. Machen wir doch glatt, hä? Wo? Da. Das werden wir endlich reich. Hä? Was ist denn hier? Magischer Kristall. Ein Kristall? Noch was? Nö. Nee. Garcia ist der Stärkste. Garcia jetzt müsste ein goldener Affe kommen. Kämpf endlich! Von wegen. Oh. Der sieht aber der nicht Crew, aus wie ein der ehemaligen Crew von Affe. Garcia. Los doch! Ach, ein paar Skelette. Machen wir doch mit links. Der tüchtige Hilfe von Max, kein Problem. Der hat ausgeholt. Ohne mich hätte das nicht so einfach geklappt. Genau, sag ich doch. Tüchtige Hilfe von Matt. Da ist ein Gieraffe. Ein Gieraffe. Das ist wohl der Affe, ne? Ein Gieraffe. Der ist aber nicht aus Gold, oder? Nee, sieht nicht so aus, sieht aus wie aus Jade oder so. So sieht so grün aus, jedenfalls. Da ist er. Da ist er. Oh, der scheint doch aus Gold zu sein, ne? Tja. Auf jeden Fall bringt er ordentlich Gold Kohle, für so einen kleinen Affen. Jo, ist gut. Die Gieraffe. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Nö. Na gut, das wissen wir. Na gut, dann nicht. Halt, was war das? Das war Bruce. Ja, jetzt steht Bruce wieder auf der Leiche. Ah ja, die Skelettknochen können wir uns schenken. So. Guck mal, wer da unten steht. Ja, wollen wir runterspringen? Nee, ich glaube lieber nicht. Also wenn, dann würde ich mit einem Papagei, also einen Papageiflug machen. Das ging ja. Ja, also, das sieht doch aber ziemlich ungesund aus. Du wolltest dir doch noch den Strand angucken, aus. Oder? Ja. Aber merkt ihr, wo das Haus ist? Ja. Ach, guck mal, das sind doch runtergefallene. Ja, solange die runterfallen, nicht tust, ja gut. Ja, ist schon besser, wenn die runterfallen. So, bis hierhin warm war. Ja. Da haben wir den guten Herrn Robinson getroffen. Genau. Ach, aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Links sind sie, muss man schon sagen. Ja, krepier endlich, du elendes Scheißvieh. So.
Die sind mir lieber. Schildkröten. Schildkröten sind nett. Aha. Ganz schön dicke Wurzeln. Ja. Naja, ein paar Schädel. Der hatte nur ein. Fingerblatt. Das ist eine Schnecke, die zählt nicht. So, damit hätten wir den Strand ziemlich abgeklammert. Würde ich auch sagen, ja. Kämpf endlich! Die Kiste wird durch die Gegend geschoben. Ja. Also da ist nichts drin, das Trauma, komm mal. Zeig sie! Davon, nicht drängeln, ihr kommt alle dran. Schade, der Kampf war viel zu früh vorbei. Das war Teamwork. Ja, für die Mach schon! Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Ist doch so ein Kleiner. Oh, guck mal. Die haben's aber eilig. Da sind noch ein paar andere, da ist ein Wächter dabei. Hast du gesehen? Nee. Ein Wächter? Ich habe nur eine Strandkrabbe gesehen. Ja, und der Wächter steht dahinter. So. Zeig's ihm! Eine gemischte Gesellschaft. Das ging schnell. Ja, das ging schnell. Also wirklich. Jo. So haben wir es gern. Mach ihn nieder! Ich hoffe, wie sie an die Orgel kommt, wirklich. Ein schöner Riesen. Wen hast du denn jetzt gerade gehauen? Der Matt stand ja gerade so günstig. Das hat wirklich wehgetan. Hä? Hat da jemand was gesagt? Zeig's ihm! Er sagte, es hätte wehgetan. Ach nein. Hat ihm keiner gesagt, dass er sich da hinstellen muss. Wenn ich aushole, um die Strandkrabbe zu hauen. So, der ist weg. Schön. So, hier gibt's wieder Krabbelviecher. Mach ihn nieder! Du Krabbelvieh! Ja, ja. Dann mach ihn mal. Schon passiert. So. Damit würde ich sagen, haben wir so ziemlich alles abgeklappert. Jedenfalls jetzt hier. Müssen wir noch in den Tempel, oder? In den Tempel rein? Ja. Ja, aber erst zu Shani, würde ich sagen. Natürlich. Vorausgesetzt, ich finde ihre Hütte wieder. Vorhin haben wir sie doch gesehen. Ja, da sind wir runtergekommen und zum Strand runtergegangen. Ich will immer diese Blumen ja, hier. Ja, ich will die auch immer. Ich will immer sagen, nimm die, aber kannst vergessen. Das geht nicht. Bist du jetzt wieder am Strand? Aber ja, da hier ist die Leiter. Perfekt getroffen. Aber es sieht eigentlich sehr schön, das Haus von Schani, oder? Bin ich nicht oder? Gut? Ja, du bist richtig. Ohne Navi. Wie ein hübsches Häuschen, was er da hat. Hallo, Shani. Die Soldaten des Orakels sind erledigt. Das sind gute Nachrichten, Gucho. Du kannst stolz auf dich sein, großer Krieger. Du hast dem Volke der Kieler einen großen Dienst erwiesen. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wenn du meine Hilfe immer noch brauchst, ich bin hier und werde für dich da sein, Gucho. Doch jetzt werde ich erst den Schutzzauber über unser Tal wirken. Es dauert nur einen Moment. Gut. Oh, sieht gefährlich aus. Naja, fackelt sie alles ab jetzt? So ein Sandsturm. Hoffentlich hier. Nicht. Nein. Ein goldener Nebel. So, das sollte reichen. Na gut. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Chi, Gucho. Sei dir meiner Hilfe gewiss. Wenn dein Geisterritual stattfindet, werde ich da sein.
Du weißt doch gar nicht, was und wo. Ich weiß, was du vorhast, Gucho. Vertraue Chani. Ich werde da sein. Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Khan in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Sieht ganz so aus. Das wird ein harter Brocken. Bereite dich also gut darauf vor. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, aber wir gehen erstmal noch nicht dahin zur Crew. Wir gehen erstmal noch in den Tempel rein bei uns. Aber danke für den Hinweis. Ich will sagen, dann trinkst du auch mal ein paar Schluck. Von denen ist ein paar Tränke zu dir. Sebastiano wird garantiert auch so einen Kampf geben von Mann zu Mann, oder? Tja. Ist ja nicht wie mit der Seeschlange, oder? Das war ja fast zu erwarten, dass der früher oder später auftaucht. Ja, bestimmt kein schöner Kampf. Nee, ist sicher nicht so einfach wie morgen. Ein bisschen haarig werden. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Tempel. Ja, hier ist die Mauer mit dem Tor zum verbotenen Tal. Da war doch was. Eine Maki-Beere. So, das war, glaube ich, dieser Baumstamm hier. Ja, sieht nicht mehr so ganz heil aus. Sehr bewacht. Ne? Ja, zum Glück bewegen sie sich nicht vom Fleck. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Matt, du lebst äußerst gefährlich. Aha. Automatisch gespeichert, oder wie? Hat er. Mhm. Ach. Kommen die einfach aus diesen Dingern da raus? Ja, das sind hier, das hier, das sind diese komischen Spinneneier. Ach so. Du hast ein Auge erhalten von der Spinne. Ja? Toll, ja? Ja. Und da ist eine Jadestatue drin. Oh. Nehmen wir mal mit. Naja, ich würde mal sagen, sieht da nicht sind nichts wert ist, würde ich sagen, die brauchen wir irgendwo. Nehme ich auch an, aber... Zeig sie! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ist mir denn nicht so richtig geheuer, der Tempel. Mach schon! Mach doch selber. Ja. Ohne mich hätte das nicht so einfach geklappt. Spuckende Pfeile, rollende Felsen, lose Bodenfliesen. Was zählst du da alles auf? Ach nichts. Ich gehe nur die Liste der Gefahren durch, die mir in solchen Tempeln schon mal begegnet sind. Ja. Daran haben wir auch schon gedacht. Spuckende Pfeile habe ich aber noch nie gesehen. Nee, weiß ich nicht. Los doch! Vielleicht gibt's hier welche. Schon wieder? Ach! Oh, sieht groß. Das sieht aus wie die Mamaspinne, ja? Zeig's ihm! Lass das! Könnte sein. Tut doch weh, Mensch. So, hast davon. Da ist es endlich. Was denn? Na, der Tempel. Das sehe ich. Und weiter? Er muss doch voller Schätze, Gold und Geschmeide sein. Genau. Naja, wenn ich mich so umsehe, sehe ich nicht viel von deinen großen Reichtümern. Sehr viel Dreck und Staub von Tausenden von Jahren liegen hier. Dann muss man eben alles wieder freiräumen. Ja, mach mal. Irgendwo hier liegen unendliche Reichtümer. Ich weiß es. Wenn du das sagst? Ich werde sie finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Mach das. Ich bin dann mal weg. Was? Ja, geh nur und danke für deine Hilfe. Oh, drei Kreuze. Hier sind die kleinen Nerven. Seele plus drei, die haben uns aber schwer verdient, ja? Naja, ich weiß nicht, ob wir uns eigentlich verdient haben. Ah ja. Eigentlich haben wir sie nicht verdient. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn zu erschlagen, aber das ging nicht. Genau. Das sieht aus wie eine Tür. Irgendwas knurrt auch dahinter. Ja. Ich
klingt nicht sehr freundlich. Geisterblume. Voodoo-Puppe. Eishockey, hab ich's doch geahnt. Na, Risen 2 war das auch so. Ja. Genau. Und? Ja. Ah! Was denn? Ich hab's gesehen aus den Augenwinkeln. Ach. Hier oben ist aufgegangen. Hm. Speichern. Ich würde auch sagen. Wer weiß, welche Schweinereien einen hier erwarten. Hier ist schon mal ein Spinnenei. Ei, ei. Komm raus. Das ging schnell. Ja, ist auch nur eine kleine. Jo. Hä? Oh, was ist denn hier los? Ich hab's gerade gesehen, da war ein böser Grafikfehler. Da war gerade ein Loch in die Unendlichkeit. Vielleicht war es gar kein Grafikfehler. Meinst du, das war nur ein Vorzeichen? Ja, das ist möglich. Ein schwarzer Ghoul, auch das noch. Was macht ihr denn hier? Bring ihr immer so mehr seine Punkte, Vorteile. Als hat seine Vorteile, wenn man kontern gelernt hat. Interessantes zu sein, außer. Mann! Man kennt sich ja gar nicht in die umgucken, stimmt? Ja. Aua! Es war etwas heiß. Da hast du noch einen hier, so ein Wächter oder sowas. Ach, das war ja eigentlich klar. Wenn das so ein geheimer Weg ist, dann. Am meisten muss der ja bewacht sein. Ja, auf jeden Fall. War da noch irgendwo irgendwas? Nee. Hm. Na, Dicker? Das ist ja wohl, dass sich der nicht bewegt und dich hier verfolgt. Oder zermalmt, oder was weiß ich hier. Oh, das ist der kopflose Hund. Tja, wer weiß, wo der Kopf ist. Tja. Hier geht's nach links, rechts geht's nicht. Jade. Der hat eine Statue. Lange Zunge. Jade-Statue ist hier. Ja. Die werden wir wahrscheinlich gleich wieder brauchen, irgendwo. Meinst du, oder? Irgendwo einsetzen oder was? Oder auf den Sockel stellen oder so? Nehme ich doch stark an. Aus deiner Haut mach ich eine Mütze! Ah. Mit dem hin ist er. Und das ist auch gut so. Ja, hast recht. Und? Ah, da. Gleich hier. Na, was meinst denn du dazu bei uns, ne? Ist hier was in Kommt der sich auch ein bisschen komisch vor hier? Ja. Irgendwie unheimlich. Mal speichern, man weiß ja nie. Komm her, du Krabbelvieh! Ah. Ach nicht. Ich hasse Insekten. Nein, nein, nein. Nein. Du musst nicht trennen. Boots alte Krankheit auf Leichen stellen. Hier geht's nach rechts und nach links, hä? Geht's hier noch weiter? Hallo, Äffchen! Was machst du denn hier? Hey, gibt's Na, hier irgendwas? Wenn hier ein Äffchen rumläuft, gibt's hier irgendwo werden was? Wir doch mal nach Spalten suchen. Da hinten ist ein Spalt.
Siehst du? Ja, ich sehe ihn. Du kannst immer unser Äffchen reinschicken. Ja, schon dabei. Guck dich doch mal gut um. Ich sehe nichts. Ein Hebel. Und jetzt? Keine Ahnung. Oh, Blutkap ist gut. Altes Wissen, no. Na, ich glaube, der Hebel war wohl wichtig, oder? Das könnte sein. Goldenes Zepter. Goldenes Zepter. Priestermaske. Oh, ja. Nicht übel. Hallo, Kumpel. Na, du? Ach, guck mal, jetzt brauchen wir kein Loch mehr. Ist aufgegangen, ja. Ja. Das kannst du da auch durch. Das hättest du auch klauen können, direkt. Ja. Aber ohne Hebel aufmachen geht das ja wohl schlecht. Das ist richtig. So. Aber ich finde die Idee mit den Äffchen wirklich gut, muss ich sagen. Ein Krog. Mhm. Aber wir müssen Schluss machen. Na gut. Das werden wir hier dann weiter durchforschen. Nächste Mal forschen wir Folge weiter. Nämlich. Genau. Okay, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.